Moin, heute zeigen wir euch die Heckpumpe an unserem Tanklöschfahrzeug, das TLF 1624. Das TLF 1624 kann man vom Fahrerhaus aus bedienen durch das Betätigen der Kupplung und einem Schalter im Fahrerhaus, den wir nachher noch einmal zeigen werden. Dann begibt sich der Maschinist, sprich der Fahrer, nach hinten und kann durch die verschiedenen Elemente, die wir hier haben, die Pumpe bedienen. Wir haben hier einmal einen Hebel, um das Wasser aus dem Tank in den Pumpenkreislauf zu führen. Zudem können wir hier bei der Pumpe parallel unseren Schnellangriff in Betrieb nehmen. Dafür legen wir diesen Hebel hier um und wir können über den Hebel hier steuern, mit wie viel Druck wir Wasser vorne am Strahlrohr fördern. Des Weiteren kann dieses Fahrzeug auch benutzt werden zur Einspeisung durch einen Unterflur- oder Überflurhydranten, wiederum aber auch durch ein offenes Gewässer. Sollten wir Wasser zugeführt kriegen aus einem anderen Fahrzeug, sprich einem Unterflurhydranten oder einem Überflurhydranten, gehen wir an diesen Eingang, an diese Kupplung. Dadurch, dass wir jetzt hier Wasser bekommen, geht hier eine sogenannte Spindel zurück und das Wasser wird hier ganz normal in den Pumpenkreislauf geführt. Sollten wir Wasser zum Befüllen des Fahrzeuges nutzen, gehen wir an diese beiden Abgänge und können damit den Tank wieder füllen. Apropos Tank, der Tank hat eine Füllmenge von 2400 Litern. Wie eben schon erwähnt, können wir auch Wasser aus einem offenen Gewässer entnehmen. Dafür gehen wir hier an die A-Kupplung und kuppeln ganz normal unsere Sauglängen zusammen, schmeißen die zu Wasser und fangen dann an, durch Bedienen des Hebels hier Wasser aus einem offenen Gewässer zu fördern. Natürlich können wir aber auch Wasser abgeben. Dazu haben wir links und rechts von den beiden Fahrzeugen jeweils einen Abgang, die wiederum durch Rändelschrauben hier hinten im Pumpenstand bedient werden können. Außerdem kann man von hier hinten auch an der Pumpe die Außenbeleuchtung mitsteuern durch Bedienen dieser Knöpfe. Vom Vorteil ist es auch, dass dieses Gerät einen externen Lautsprecher hat, den wir manuell aus- und anschalten können. Wie eben beschrieben, können wir vom Fahrerhaus ja die Pumpe bedienen. Dafür betätigen wir hier ganz normal die Kupplung und haben hier einen kleinen Schalter, den wir einfach umlegen und die Kupplung wieder loslassen und die Pumpe kuppelt sich automatisch ganz normal ein. Damit der Maschinist natürlich auch sehen kann, wie viel Wasser überhaupt noch im Tank ist, haben wir hier unsere Anzeige mit den 2400 Litern, die uns anzeigt, wann der Maschinist ungefähr sagen muss, halt stopp, ich habe nicht mehr genug Wasser, ich muss was zuführen. Bei unserem Tankinhalt von diesen 2400 Litern, um das ein bisschen bildlich darzustellen, können wir 8 Minuten löschen mit 3 C-Strahlrohren. Hier haben wir unsere mobile Pumpe, die sogenannte Tragkraftspritze 8-8. Diese fördert 800 Liter bei 8 Bar. Sie ist eigentlich genauso aufgebaut wie die Heckpumpe an unserem Tanklöschfahrzeug. Hat zwei Abgänge, hat einen Eingang und sie kann auch durch einen Mann bedient werden. Diese Pumpe ist wunderbar geeignet für lange Wegstrecken als Verstärkerpumpe oder wenn wir jetzt irgendwo Gewässer haben, wo wir mit unseren Fahrzeugen nicht rankommen, können wir diese Pumpe wunderbar mit 4 Mann dorthin bewegen. Wichtig ist, dass wir diese Pumpe bitte mit 4 Mann tragen. Diese wiegt jetzt, so wie sie hier auf dem Schlitten steht, 200 Kilo und mit 2 Mann alleine ist das ein bisschen schwer. Wiederum haben wir hier aber auch was ganz Besonderes für uns zum leichteren
entnehmen der Tragkraftspritze eine Schlittenverlängerung, die uns das eben aus dem Rücken vereinfacht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen was zu den Pumpen erklären und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.